stehen alle noch nicht vorne. Sie ist Gentechnik-Expertin bei der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Herzlich willkommen, Annemarie. Herzlich willkommen. Wir sind am Mittwoch aus Hannover losgefahren mit der Saatgut-Trecker-Tour. Da waren wir ein Trecker. Wir sind Donnerstagabend hier angekommen. Freitagabend sind die ersten Bauern gekommen. Da waren wir 30 Bauern. Und die Suppenküche hat uns gefüttert. Das war total lecker. Und heute Morgen sind wir mit 60 Bauern, mit 60 Traktoren vom Berlin-Kreuzberg nach hier gefahren. Und es ist ein irres Gefühl. Es war super. Und toll, dass auch alle hier da seid. Super. Jetzt haben wir das Thema hier oben. Und zwar, Rudolf, du hast eine ganz eigene Erfahrung gemacht als Landwirt, wie dir das Leben schwer gemacht wird. Und dazu wollte ich gerne mal hören. Was ist dir widerfahren? Genau, also wie Gentechnik und Patente auf Tierschutz in der Praxis funktionieren, kann ich Ihnen erzählen. Wir Bauern haben seit den 80er Jahren alte Schweinerasse, das hessische Landschwein, erhalten, gerettet. Es galt schon als ausgestorben. Wir haben es wieder gezüchtet, Zuchtverband gegründet und im Jahr 2009 ist Monsanto gekommen und hat einen Patentantrag gestellt auf diese Schweinerasse und andere auch. Wir haben uns aber erfolgreich gewehrt, wir sind aufgetreten vor dem Europäischen Patentamt und siehe da, 3 Wochen später hat Genetic Choice, eine Tochter von Monsanto, den Antrag zurückgezogen. Es lohnt sich also für unsere Rechte zu kämpfen. Deshalb sind wir heute hier gegen Patentierung von Lebewesen, gegen Patentierung von Pflanzen. Tierzucht und Pflanzenzucht muss in bäuerlicher Hand bleiben. Dankeschön, Rudolf Müller. Annemarie, das Thema Gentechnik, sagen wir mal, Patente, geht auch noch viel weiter. Und wir sind hier, wir haben viele Forderungen in dem Bereich. Was steht denn an? Was ist eigentlich gerade politisch aktuell? Ja, die EU-Kommission möchte gerade einen neuen Gentechnik-Mais zulassen zum Anbau hier in Europa. Dieser neue Mais heißt 1507 und kommt von Pioneer. Und in den nächsten Wochen sind die Agrarminister der Länder dran, darüber abzustimmen, ob sie diese Zulassung wollen oder nicht. Und unser Bundeslandwirtschaftsminister Friedrich hat Donnerstag noch gesagt, dass er schwer unentschieden ist. Aber ich glaube, wir sind klar, wir wollen keine Gentechnik in Deutschland und Europa und deshalb unsere Botschaft, er muss mit Nein stimmen. Und wenn er das nicht macht, weil er lenkt sein Herz fort für die Gentechnikindustrie, dann werden wir es ihm zeigen. Wenn hier in Deutschland Gentechnik angebaut wird, dann wird es auf dem Acker wieder Auseinandersetzung geben. Um jeden Hektar. Denn wer Widerstand sät, der Katz, der Gentechnik sät, wird Widerstand ernten. Ein ganz wichtiges Thema ist ja auch das Thema Futtermittel. Ist da irgendwas, wo wir sagen wollen, nee, das wollen wir auf keinen Fall? Ja genau, das wollen wir auf keinen Fall. Denn in Deutschland und Europa wird total viel Soja verfüttert. Und ganz viel, ein Großteil von diesem Soja, ist gentechnisch verändert. Und wenn wir den weltweiten Anbau von Gentechnik zurückdrängen wollen, dann haben wir es in der Hand. Liebe Bäuerinnen und Bauern, kauft nur gentechnikfreie Soja. Liebe Molkereien und Metzgereien, bietet nur noch Milch und Fleisch ohne Gentechnik an. Und ihr als Bürger und Verbraucher, auch ihr habt es in der Hand mit eurem Einkaufskorb. Wenn ihr Milch, Eier und Fleisch kauft, dann bitte nur noch ohne Gentechnik. Denn auf dem Acker, im Stall, im Kochtopf und im Einkaufskorb